So, ich habe euch ja versprochen, ein plus 1 Counterdeck zu basteln. Hatte auch eine Idee, die habe ich gestern umgesetzt. Und ja, jetzt ist gerade die Turnierzeit vorbei, also die Turnierspiele. Und jetzt begebe ich mich wieder an den Deckboard. Und ja, beziehungsweise habe mich dran begeben. Und habe jetzt euch ein neues Deck zusammengeschustert. Plus 1 Counter. Wir haben da drin Kytheon. Eine 2-1-Kreatur für eine Mana, die selbst unzerstörbar ist, wenn man weiß oder zwei Farblose bezahlt. Oder wenn sie mit zwei anderen Kreaturen angreift, dann zu Gideon, der Kampfgestählte, transformiert. Tolle Karte, einer der besten 1er-Drops, die wir hier bei Magic Duels haben. Nissas Eid soll uns so ein bisschen die Stabilität im Länder- und Kreaturenbereich geben. Sehr schön geeignet mit dieser Mechanikerin des Aviariums. Dort können wir eine feste Karte unserer Wahl auf die Hand zurücknehmen. Das kann Wesseln sein, das kann ein Land sein, um halt +1/+1 Konto oder 2 Leben zu bekommen. Dazu komme ich noch. Oder auch nochmal, um Nissas Eid auszuspielen. Oder auch den Talia's Lieutenant auszuspielen, den man vorher schon mal gespielt hat, um nochmal +1/+1 Counter auf alle Menschen zu verteilen. Da wir ja viele Menschen im Deck haben, können dadurch unsere Kreaturen relativ schnell mit +1/+1 Countern versehen werden. Und er bekommt auch +1/+1 Counter, wenn wir einen Menschen spielen. Warum brauchen wir eigentlich die ganzen +1/+1 Counter? Eigentlich kam mir die Deckidee eigentlich nur wegen einer Karte. Wo ist sie? Für 4 Mana. Ihr wisst ja, Karten ziehen ist mein Lieblingshobby und eigentlich auch mal ja, meine Win-Condition. Ich sag mal, wer mehr Karten auf der Hand hat, sollte oder hat eine größere Wahrscheinlichkeit zu gewinnen. Hier, wenn man den Plattnerkund spielt, kann ich so viele Karten ziehen, wie viele Kreaturen ein +1/+1 Konter haben. Da wir mit relativ vielen Kreaturen und kleinen Kreaturen spielen, sollten wir auch viele Kreaturen raus haben, wenn diese Kreatur ins Spiel kommt. Ansonsten haben wir hier noch den Selbstloser Geist, unsere Backup-Versicherung gegen Mass Removal, gegen Language natürlich völlig unnütz, weil minus 4 kann man nicht verhindern, Unzerstörbarkeit hilft nicht. Aber Direktschaden oder wie gesagt Planet Outburst oder Radiant Flames helfen da nicht wirklich weiter, um unsere Kreaturenmassen zu vernichten, wenn wir den draußen haben. Die Mechanikerin ist eigentlich allseits einsatzfähig, weil sie alles auf die Hand zurückgeben kann, um den Effekt nochmal zu nutzen von einer Karte. Für mich einer der besten Zweier-Drops, deswegen gehört er rein, Fürsprecher des Waldes. Ihr fragt euch, wie kriegt man eigentlich dann +1/+1 Konter drauf, ist ja kein Mensch. Aber alles kein Problem, wir haben hier dreimal mit gutem Beispiel voran, da können wir +1/+1 Konter auf zwei Kreaturen verteilen. Oder wir haben Keyleth Enchantment, wenn wir ein Land legen, haben wir auch nur einmal drinne. Oder wir kriegen zwei Leben. Und wo haben wir es noch? Oder wir haben hier die Möglichkeit, allen unseren Kreaturen +1/+1 zu geben. Oder eine Kreatur zu zerstören, mit einer Stärke 4 oder größer. Oder auch eine Verzauberung, wenn wir gegen ein Tutelage-Deck zum Beispiel spielen, ist die Karte Gold wert. Dann haben wir noch Nissa mit dabei. Auch hier können wir +1/+1 Counter auf all unsere Kreaturen legen oder ein Pflanzentoken ins Spiel bringen. Die -7-Fähigkeit, die kommt so selten zum Tragen, die vernachlässigen wir jetzt einfach mal. Und auch hier haben wir die Möglichkeit, 4+1/+1 Counter auf eine beliebige Anzahl von Kreaturen zu verteilen, um dort einfach die Effekte nutzen zu können. Also ihr seht, es gibt viele Möglichkeiten. Wir brauchen also nicht Kreaturen, die selber sich +1/+1 geben, so wie hier die unermüdliche Spurensucherin, die wir zweimal drin haben. Wenn wir einen Hinweistoken opfern, kriegen wir einen +1/+1 Counter und einen Hinweis und können eine Karte ziehen. Aber das brauchen wir alles nicht, weil wir viele Karten drin haben, die unsere Kreaturen nebenbei einfach supporten und den +1/+1 Counter geben. Declaration in Stone ist ganz klar ein perfekter perfekter Removal, gehört halt ins Deck mit hinein. Außerdem für 2 Mana Exile perfekt. Talia's ketzerische Katharerin ist super, weil die Länder, Kreaturen kommen einfach getappt ins Spiel
Und gerade wenn man mal gegen Haste-Kreaturen spielt, was gerne bei Rot vorhanden ist, oder wenn Leute mehrfarbig spielen, auch dort die Special-Länder getappt ins Spiel kommen, schenkt sie uns schon mal eine Runde. So, mittlerweile fast so ein Muss geworden im Weiß, wenn man Weiß spielt, zerstöre eine Kreatur mit Stärke 3 oder mehr und Hellsicht. Insbesondere weil ganz viele Vehikel unterwegs sind, braucht man die Möglichkeit, mit Spontanzaubern dagegen vorzugehen. Weil Sorcery Spells, Mass Removal helfen da einfach nicht mehr weiter. Daher Schuss des Himmels, Walfängers, unheimlich wichtig, um gegen Vehikel-Decks zu bestehen. So, welche hatten wir schon? Plannerkunst, ganz klar, 3-3. Hier möchte ich Karten sehen. Und wir haben noch die Erzengel mit an Bord. Oh, ich liebe sie. Ich finde sie cool. Ist auch mein Background oder Hintergrundbild aktuell auf bei meinem Computer. Also nicht der hier, sondern der hier. Da sieht sie richtig gut aus. Ist einfach super mit Unzerstörbarkeit. Auch dort nochmal eine Absicherung gegen Mass Removal. Neben den Spirit, den wir im Deck haben. So, wir haben 4 Länder, 5 Wälder, 2 von den Doppelländern, Ether-Knotenpunkt, auch den können wir auf die Hand nehmen mit der 2-2-Kreatur hier und nochmal ausspielen, um nochmal Energie-Counter zu bekommen. Soll uns einfach ein bisschen die Möglichkeit geben, Mana-Fixing zu bekommen und ein Land, was nicht getappt ins Spiel kommt, ja, zu nutzen. Ansonsten haben wir 4 Evolving Wilds, um einfach die Mana-Base stabil zu halten mit der entsprechenden Farbe. Ja, dann lass uns mal loslegen. Ich freue mich gerade jetzt so ein bisschen auf Casual. Ich finde immer, wenn man hier so Magic Arms so spielt und nicht im Turnier, da ist man irgendwie entspannter und ja, irgendwie spiele ich da auch besser. Aber gut, naja, lange kein Turnier mal so richtig gespielt. Wie gesagt, wenig Zeit. Aber ja, vielleicht im Januar, wenn das neue LZ rauskommt, mal ein Pre-Release zu spielen. Aber das ist Zukunft. Jetzt wollen wir erstmal ein paar Spiele mit dem neuen Deck machen. Und ich hoffe, ihr habt viel Spaß und es funktioniert gut. Vielleicht müssen wir im Nachhinein nochmal ein paar Änderungen vornehmen. Hab auch nur. Was? Da fehlt was. Ist ein Land zu wenig. Stop it. Warte mal. Da ist ein Land zu wenig. Wir nehmen raus. Ich wollte nämlich nicht mit 20 Ländern spielen. Das war nämlich Fetch. So, eins hier raus. Und wir nehmen hier nochmal eins dazu. So, wir brauchen nämlich ein bisschen mehr Länder. Gemerkt, dass da ein bisschen Länder fehlen. Also, jetzt geht's los. Also, viel Spaß. So, das erste Game mit meinem neuen Deck. Wir sind am Start, behalten die Karten auch, Karten behalten und spielen gegen Hockey Luxnot 90. Also auf ein gutes Game. Und wir fangen an und spielen einmal Nissa's Eid und schauen uns mal die Karten an. Die obersten drei Karten. Die Planeswalker-Fähigkeit bringt uns nicht wirklich was. Ja, wir nehmen die Pazifistin. Und verharrende Dinge. Wir haben einen schönen Removal, also Kreaturen. Hier dieser Removal ist super. Zerstöre eine Kreatur mit Stärke 3 oder mehr. Also fast alle Kreaturen, abgesehen von den kleinen Mini-Jays. Dann haben wir hier den Geist, der unsere Kreaturen schützt, falls wir doch gegen Dire Damage spielen oder Mass Removal, abgesehen von Language, weil diese minus 4 Fähigkeit ist halt nicht aufhaltbar in dem Bereich. So, Language ist ein gutes Thema, also da drüben ist es schon schwarz zu sehen. Ich bin gespannt, was uns da erwartet. Ich hoffe nichts und geben jetzt erstmal ab. Vielleicht spielt er in der zweiten Runde jetzt nichts? Das ist natürlich optimal. Oder er spielt den Instant minus 4, minus 4. Ne, er spielt den 3-1er, der unzerstörbar wird, wenn man ein Artefakt opfert und er eine plus 1 Marke erhält dafür. Permanent, versteht sich. Gut.
In dem Fall spielen wir den Geist. Spielen das Land und können leider nicht angreifen, weil wir keine Kreatur haben, die stärker 4 oder so ist. Und wir auf jeden Fall erstmal etwas zum Pumpen brauchen, um ihn angreifen lassen zu können. Oder der Gegner spielt nichts. Na, schauen wir mal. Ansonsten haben wir die Möglichkeit, ja sowieso in 2 Runden hier unseren 4-4er zu spielen, der plus 1 Marken verteilt. So, was macht er? Er greift an, kann er gerne machen, lassen wir durch. Ich möchte nicht gerne eine unserer Kreaturen verlieren. Mal schauen, ob er was spielt. Er kann was spielen, ansonsten wird das Spiel weitergehen. Er will bloß wahrscheinlich nichts spielen, was natürlich auch ganz schick ist. Ja, schau an. Also das ist natürlich nicht schlecht. Also wir spielen scheinbar gegen ein Zombie-Deck. So. Wir machen mal eins, wir könnten ja die vereinte Kräfte spielen und allen unserer Kreatur plus 1 geben. Könnten wir für 7 angreifen. Was echt nicht schlecht wäre. Dann müsst ihr überlegen, ob er blockt. Das ist aber 13. Und die Runde drauf, ihnen spielen. Dann greift er für 7 an. Dann nur noch bei 6. Oder wir greifen nur mit dem 2-1er jetzt an, dann ist aber 18 und dann flippt der automatisch nächste Runde. Und können dann eventuell hier mit so einer großen. Ah, ich will aber jede Runde eigentlich was spielen. Okay, wir suchen uns was raus. Wir suchen uns Weiß raus. Oder Grün? Ne, Grün. Bestätigen wir. Und ich sage jetzt einfach mal, alle unsere Kreaturen kriegen plus 1/+1. So, fertig. So. Dann haben wir jetzt nämlich 7 insgesamt. Und greifen jetzt für 7 an. Das ist schon heftiger Schaden. Man muss sich überlegen, ob er blockt oder nicht blockt. Ja, ihm ist es halt wichtig, weil er kriegt ja hier auch Zombies, wenn er einen Zombie spielt. Was natürlich nicht schlecht ist, muss man auch ehrlicherweise sagen. Okay, wir opfern den 4-4er natürlich. Bei den Flieger, den brauchen wir. Gut, dann kriegen wir jetzt 5 Schadenspunkte. Das ist gut, die ganzen Zombie-Token nachher. 1, 2, 3, 4 können wir verteilen. Dann ist er jetzt 7, 6. Und greifen jetzt fleißig mit dem 7, 6er an. Da muss er sich erstmal was einfallen lassen, um den 7, 6er einfach mal wegzubekommen. So leicht geht das nämlich nicht. So, er ist noch bei 6 Lebenspunkten. Hätten jetzt auch mit 6 angreifen. Ja, dann wäre er nicht tot. Hätten wir mit 6, dann wäre der hier wenigstens Language sicher, aber Language mit den Karten hier wird er wahrscheinlich nicht spielen wollen. Spielt er ein Artefakt, ein Zopter, können wir den nachher hier Schmugglerkopter hier, dieses Vehikel, können wir den nachher zerstören. Minus 4, minus 4, kannst du gerne machen. Bringt ja auch nichts, können wir nicht regenerieren. Wir kriegen jetzt nochmal 2, 6, 7 Schadenspunkte. Sind wir noch bei 5? Jetzt fehlt ihm eigentlich nur eine Karte, die sagt. Oder auch nicht.
Da er jetzt gegangen ist, greifen wir jetzt einfach an und haben dadurch unser erstes Spiel auch schön gewonnen. Man hätte jetzt noch hier mit dem Mechaniker spielen können, um hier Nissa auf die Hand zu nehmen, um nochmal auszuspielen, um ein bisschen Card Draw zu generieren. Aber so hat es ja auch ganz gut geklappt. Und dann vielen Dank erstmal für das erste Game und wir gucken uns gleich das zweite Game an. Bis dahin, ciao! So, Kartenhand sieht nicht schlecht aus. Kartenhand behalten und wir spielen am besten. Ihn, um ihn zu spielen. Hätten jetzt auch ein anderes Land, hätten auch erst Out of Nissa spielen können, aber ich möchte gern, dass wir so schnell wie möglich hier die beiden Kreaturen rausbekommen, dass wir Gideon, wenn er angreift, auch flippt. Ja, wir spielen gegen Actual. So, und schauen wir mal an, was sie jetzt gleich passieren wird. Galvanic Blast. So, den können wir ja gar nicht spielen. Und greifen jetzt erstmal an für 2 und spielen den Fürsprecher des Waldes. In der nächsten Runde können wir den Geist spielen. Und Nissas Eid, das ist super. Einmal der Ether-Knotenpunkt. Na, spielen kann er was, sonst wird er nicht hier so stillstehen. Frage ist, was kann er spielen? Und was will er spielen? Das ist sehr erfreulich. Jetzt haben wir auch einmal Regeneration. Greifen an. Schauen, was er macht. 4 Schadenspunkte kassieren wir schön. Spielen wir den Geist. Dann haben wir wenigstens unsere Kreaturen so ein bisschen sicher gegen über von Direktschaden. Schauen uns die obersten Karten an. So, was nehmen wir denn? Ich würde mal sagen, wir nehmen noch die Mana. Sicher ist nämlich sicher. Dann können wir nämlich nächste Runde hier die beiden Karten hier spielen. Ach so, ein Land haben wir ja schon gespielt. Wir sind ja erst in der dritten Runde. So. Wenn er jetzt nichts unternehmen sollte, wird Gideon nächste Runde flippen. Schauen, was er macht. Das ist super. Spielen das Land. Greifen mit allen an. Wenn er jetzt den 2-3er blockt, dann pumpen wir ihn halt bis 1 plus 1 hoch. Kriegt er nicht plus 1 plus 1? Und der auch. Sind das nämlich insgesamt 8 Schadenspunkte. Gideon flippt. Ist aber 6. So, die wird
ein Zerstörbar. Und den hier eliminieren wir, damit er nicht noch mehr Artefakte spielen kann. So, Axel, bin ich mal gespannt, wie du dich hier raus befreien kannst. Und ja, schauen wir mal. Cool wäre jetzt noch Card Draw, wenn wir jetzt hier Kreatur ziehen würden, die uns Karten ziehen lässt. Also viel Counter, ja, auch, oder viele Kreaturen mit einem Counter. Auf jeden Fall ist hier der 3-2er erstmal sicher und zerstörbar. Oh, Titanenstärke kann er mir gerne geben. Okay, das wird das Game gewesen sein. Wir ziehen, was ziehen wir? Oh, auch noch was Schönes, ein schöner Removal. Machen ihn einen zu 4-4 Soldaten. Und pumpt unsere Kreatur nochmal hoch. Vielen Dank dafür, Axel. Und greifen jetzt für den entsprechenden Schaden an. Und ja, ging ja recht schnell. Hat auch Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Spielen, Axel. Und wir schauen mal weiter, wie es weitergeht. Das Dex-Game. Was wieder ein Land. Vielleicht müssen wir doch ein bisschen Männer da reinnehmen, neue Karten anziehen. Wir brauchen ja nun nicht wirklich viel. Auch das sieht gar nicht schlecht aus. Ja, Kartenhand behalten. Wir spielen gegen 32 Level Patrick. Und wir sind dran und spielen jetzt erstmal Nissas Eid. Und schauen uns die obersten drei Karten mal an. Vielleicht ist ja was Hübsches dabei. Oh, puh. Wir nehmen die Fürsprecherin. Und haben dafür schon mal einen schönen Zweier-Drop, den wir legen können. Weiß brauchen wir aktuell nicht. Also letztes Mal hatten wir sehr viel Weiß. Jetzt haben wir gar keine, also abgesehen von einer weißen Karte, die Mechanikerin. Können wir nutzen, um... Oh, auch schön. Jetzt haben wir die Möglichkeit, hier den Anwerber zu spielen. Wenn der flippt, dass er unsere Kreaturen etwas günstiger macht. Das wäre super mit der Spurensucherin hier. Ah, er spielt aber blau-rot. Removal. Ich sehe nur Removal. Den hier? Oder ihn? Wir probieren es mit dem Anwerber, mit der Hoffnung, dass er nächste Runde flippen kann. Und wenn nicht, dann zieht er halt irgendwie ein Direct Damage. Dann ist das halt so, dann ist er halt tot. Was aber sehr traurig wäre. Oh. Und tschüss. Naja, die zwei Schadenspunkte hätte hier die Fürsprecher und so weiter fressen können. Ah, schon ärgerlich. Wir spielen die Fürsprecherin des Waldes. Spielen Evolving Wild und zeigen jetzt noch nicht, dass wir Weiß spielen. So ein bisschen Überraschung muss ja auch mal mit dabei sein. Und können dann nächste Runde Mechanikerin des Avarios spielen. Das wäre nicht schlecht. Das machen wir nämlich so, wir opfern das hier. So, uns eine weiße Mann raus. Und... Was wir machen, wir greifen erstmal an. Schauen, was passiert. So. Die Mechanikerin des Avarium ist halt gut. Man kann halt irgendeine Karte auf die Hand zurücknehmen. Es kann auch ein Land sein. Ein Land wäre super, zum Beispiel, wenn das Enchantment draußen wäre. Können wir +1/+1 Marke oder Lebenpunkte verteilen. Auch gut hier für die unermüdliche Spurensucherin, wenn wir dann spielen könnten, würden. Aber wir brauchen ja Länder. Und deswegen machen wir hier so einen kleinen Trick. Außer er countert. Oder er kennt die Karte nicht. Oh, 3 Schadenspunkte auf ihn. Na gut. Völlig in Ordnung. Haben wir wenigstens einmal angegriffen, einmal 2 Schadenspunkte hat er verteilt. Wir nehmen ihn auf die Hand und spielen das gleich wieder aus.
und finden hoffentlich ein Land. Zu unserer großen Begeisterung finden wir kein Land. Scheiße. Ach Mann. Unfassbar. Wäre jetzt so schön gewesen, aber gut. Hätte wenn sollen sein, ne? Und das kann doch nicht wahr sein. Vielleicht liegt es wirklich an den 20 Ländern. Ich habe gedacht, wir kommen mit weniger Ländern hier irgendwie gut zurecht, aber irgendwie so ein viertes Mana, das wäre schon. Wir greifen jetzt erstmal an mit zwei. Gucken, ob er was hat. Ob er was Wirksames gegen hat. Na komm, wir spielen erstmal das Enchantment. Hat er bestimmt noch einige Removal auf der Hand. Und so haben wir. Na, Karten ziehen auch, okay. Und so haben wir die Möglichkeit, wenn wir ein Land spielen, Counter zu verteilen, was gut ist. Um später hier einfach Karten ziehen zu können. Na, schauen wir mal, ob wir jetzt ein Land ziehen. Auf jeden Fall hat er ein Land gezogen. Das ist ja schon zwei Länder vorweg. Und er zieht weiter fleißig Karten. Also scheinbar ein Tutelsteck, was wir gegen uns haben. Wäre sehr schön, wenn wir jetzt. Was war mit dem Land? Ein Land ziehen würden, aber haben wir nicht. Greifen wir also erstmal an. Und spielen als nächstes. Talia. Möchte er nicht, wird gecountert. Auch okay. So, jetzt drücken wir mal ganz fest die Daumen, wenn er hier fertig ist, dass wir auf jeden Fall Land ziehen. Er hat jetzt 5 Handkarten, wir auch, aber er hat leider 6 Länder. Oh, er kann nichts spielen. Oder er hat schnell weitergedrückt. So, das sieht jetzt schon viel interessanter aus. Wir spielen die Spurensucherin. Die wahrscheinlich gecountert wird gleich. Ja. Okay. Schade. Dann legen wir hier ein +1/+1 Counter drauf. Überspringen den Angriff und hoffen wir, dass wir jetzt nächste Runde nochmal Land spielen können oder auch ihn hier. Müssen wir mal gucken, was wir jetzt ziehen und was er auf der Hand hat. Okay. Schauen, ob er angreift. Wahrscheinlich nicht. Oh doch. Dann machen wir Blocken überspringen. So, hat er jetzt noch Counter auf der Hand? Könnte gut möglich sein. Wir greifen jetzt erstmal an. Schauen, was er macht. Nimmt er den Schaden? Okay, er nimmt ihn. Das heißt, wir spielen ihn. Den er nicht haben will. Und dann spielen wir als zweites ihn. Und wir spielen noch eine Paar. Wir ziehen noch eine Pazifistin. Okay. Müssen wir mal überlegen, wie wir das jetzt am besten deichseln. Ich bin 5-6er. Er würde nächste Runde 5 Schadenspunkte bekommen, wenn wir hier nochmal 4 dazu.
Tja. Wie viel Counter hat er denn jetzt schon gehabt? Jetzt 1. Ah, so viel Counter hat er ja noch gar nicht. 5 Schadenspunkte auf wen? Und 3 Schadenspunkte auf den anderen. Ah, 3 auf uns. Okay. Okay, da bist du also sportlich unterwegs. So, ziehen wir ein Land? Das ist doch unglaublich. Ziehen wir denn kein Land? Würden nochmal 2 Schadenspunkte bekommen, jetzt, wenn wir jetzt kriegen so oder so 2 Schadenspunkte. Probieren es mit der Pazifistin. Anschließend mit dem Lieutenant. Ist unser Lieutenant jetzt 4-4 und wir greifen mal nicht an, kriegen jetzt nochmal 2 Schadenspunkte und sind jetzt leider tot. Mist, weil wir kein Land gezogen haben. Ach, sah so gut aus. Aber gut, los. Schade drum. Also, Hauptsache, es hat Spaß gemacht, mal sich das Deck anzuschauen. Und bis, ja, bis dahin. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Und ja, mal gucken, was das für ein nächstes Deck geben kann. Übrigens, schaut euch auch mal das Turnier an. Ja, es sind nette Spiele gewesen. Und euch noch einen schönen Tag. Bis dahin. Tschüss. So, kennt ihr das auch? Nach einem Lost schlafen zu gehen macht wenig Spaß. Uiuiui, was haben wir denn hier? Was machen wir hier mit? Eine Mana? Ziehen wir eine Mana? Ziehen wir eine weiße Mana? Grüne Mana? Neue Karten anziehen, glaube ich mal. Also mit einer Mana sollte man nie spielen. Gut, die behalten wir. Wir fangen ja auch an. Ja, also ich gehe jetzt nicht schlafen, wenn ich verloren habe mit dem letzten Spiel. Das macht mir irgendwie keinen Spaß. Ja, es ist 1 Uhr morgens, Turnier gespielt, neues Deck aufgezeichnet. Turnier wird gerade hochgeladen, also wer Lust hat, gerne sich anzuschauen, bitte eingeladen, guckt euch das gerne mal an. Rogerio 1105 ist unser Gegner. Oh, nein. Kein Vampire-Deck, bitte. Oder ein Madness-Deck. Ah, gut. Doch nicht am Abend. So, wir spielen erstmal ein Geist. Die grüne Mana heben wir uns vielleicht für was Nützliches auf. Oder vielleicht ziehen wir gleich eine dritte Mana, dann können wir Talia spielen, was auch sehr genial wäre. Ja, die kleine Pissnecke können wir sowieso nicht blocken, da er Bedrohlichkeit hat und nur von 2 Kreaturen geblockt werden kann. Also verharren wir der Dinge. Haben jetzt einen Energiecounter hier drauf, um eine Mana unser Mal zu machen mit dem Ätherknotenpunkt. Und ich drücke uns ganz fest die Daumen, oder insbesondere mir, dass das auch klappt. Die KI übernimmt jetzt das Ruder. Okay. Dann soll die KI das machen. Und ja, weil er kein Land gezogen hat, der Schlawiner. Okay, weiter, wir greifen an. So einer ist das also. Steckerverbindung rausziehen. Aber gut. Wenn ich dadurch einen Gewinn bekomme jetzt. Und dann schlafen gehen darf, ist es auch nicht verkehrt. Dann kann ich auch noch eine Geschichte erzählen. Also vorhin dieses Game. Jonna war wirklich, wirklich ein hervorragender, guter Gegner. Ich glaube, der hat gar keinen Spielfehler gemacht. Also in keinen für mich ersichtlichen. Müsste mal gucken, was wie seine Handkarten ausgesehen haben. Er veröffentlicht, glaube ich, die Videos auf der gegenüberliegenden Seite. Das ist ganz cool, wenn man dann schauen kann, was der Gegner auf der Hand hatte. Na, was macht er denn jetzt? Oh, 4-1. Na gut.
Kein Problem. Und ja, und ich freue mich schon auf die nächste Runde. Auf die nächste Runde. Und wir greifen jetzt erstmal mit einem an. Bin gespannt, wen wir als Gegner haben. Es geht ja 5 Runden lang, also jede Woche ein Spiel. So, jetzt spielen wir den Mechaniker. Ihr könnt raten, was wir auf die Hand nehmen. Dum-dum-dum. Den Ether-Knotenpunkt. Den Ether-Knotenpunkt spielen wir aus. Eigentlich egal, hätten wir auch die Ebene nehmen können. Und wir spielen ihn aus. Guckt euch das an, was man mit 2 Mana machen kann. 3 Kreaturen spielen. 2 Kreaturen spielen. Es ist einfach ganz nice. Und richtig nice wäre es, wenn wir jetzt noch eine Mana ziehen könnten. Würden. Bitte. So, und greifst du an? Nö. Aber auch kein Ding. Jetzt haben wir hier den 2-1er, den wir opfern können. Ja, jeder Knotenpunkt. So muss es sein, mein Freund. Okay, er lässt ihn flippen. So, was könnten wir machen? Wir könnten den 4-1er zerstören. All unseren Kreaturen plus 1 geben. Hört sich nach einem Plan an? Das hört sich nach einem Plan an, oder? Also, Liege auf jeden Fall kontrolliert. Zerstöre ein Kultur mit Schalke 4. Okay. Wir zerstören die hier. Und legen auf all unsere Kreaturen plus 1. Okay. Tappen dafür den 2-1er. Und greifen mit allen an. Er wird wahrscheinlich Gideon blocken. Jo, dafür haben wir ihn. Opfern wir ihn. Sind all unsere Kreaturen unzerstörbar? Seine Kreatur ist auch tot. Wir haben einen Planeswalker. Und ein Tappen hier unsere sehr gute und wichtige Kreatur hier. So. Und fahrende Dinge. 3 Mana, mehr brauchen wir nicht. Eine weiße haben wir. Und ja, wie gesagt, reicht völlig aus. So, 3 Schadenspunkte. Okay, wenn wir jetzt nochmal so ein Pump-Spell bekommen könnten. Ja, den bekommen wir. Aber wisst ihr, was uns fehlt? Die grüne Mana. Ansonsten wäre er jetzt quasi tot, weil wir greifen mit einem 4-4er und einem 3-3er an. Was wir jetzt auch machen. Und jetzt ist er noch bei einem Lebenspunkt. Mit einer roten Mana kann er nicht so viel anstellen. Und wir spielen. Wir können Talia spielen, das machen wir auch. Selbst wenn er nächste Runde ein Lengu spielt, haben wir den Planeswalker, um anzugreifen. Und ich freue mich total, dass ich jetzt gegen Rogerio 11:05 gewonnen habe. Denn jetzt ist Zeit, gleich zu sagen: Schlummerstunde. Echt müde. Heute sehr viel Karten gespielt. Ja, und das kam nur zustande, muss ich ehrlicherweise sagen, weil heute meine Kids bei der Oma schlafen. Und die freuen sich total darauf, weil sie dann mit ihrer Cousine unterwegs sind und eine kleine süße Pyjama-Party veranstalten. Also alles Tutti. Ich hatte heute Möglichkeit, ein Turnier zu spielen. Ich hatte Möglichkeit, das Deck hier zusammenzubauen, paar Testspiele zu machen und euch das auch zu zeigen, aufgrund der ganzen Turniertätigkeiten jetzt hier mit dem Gucken und Schauen und so weiter, hatte ich nicht ganz so viel Zeit, das Deck auszuprobieren. Aber es läuft gut. Also vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs dabei sein. Nächste Woche gibt es wieder ein Turnier-Release, meine 2. Rundenergebnisse und hoffentlich auch ein neues Deck, wenn ich am Wochenende jetzt ein bisschen dazu komme, nochmal Gedanken zu machen.
Ansonsten ist ja Wochenende, bei mir insbesondere Family Time. Euch einen schönen Abend, ich verschwinde jetzt ins Bett. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wenn euch es gefallen hat, dann drückt auf den Button und sagt Subscribe. Bis dann. Tschüss.